Hallo und herzlich willkommen zurück zu Thrones and Liberty. Ja, eins vorweg, wer sich jetzt fragt, warum ich keine UI eingeblendet habe, das wollte ich schon die ganze Zeit machen, ich habe es nur ehrlich gesagt immer verpennt. Ihr könnt das am PC machen, indem ihr Alt und B drückt, so könnt ihr rein und wieder raus tappen sozusagen aus dem HUD sozusagen. Und ja, das nur so als Info, falls ihr mal richtig schöne Screenshots machen wollt. Und ich muss mich an dieser Stelle einmal bei dem lieben Gerhard bedanken, weil der hat mich nämlich auf etwas aufmerksam gemacht. Der Kommentar ist gerade online gegangen, aber ich habe ja ein schlaues Handy, wo ich nebenbei mal lesen kann. Der hat mich nämlich darauf aufmerksam gemacht und ich hoffe, ich drücke jetzt das Richtige. Moment, F11, Charakterinfo. Nee, Moment, Fähigkeiten wollte ich, glaube ich, rein. Genau, Fähigkeiten wollte ich rein. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? So. So, und zwar, hier ist es aber nicht, sehe ich jetzt gerade. Wir hatten doch so eine, genau, hier, Waffenfähigkeiten. Es ist wohl so, hier unten, das ist ja unsere Leiste im Endeffekt, die wir benutzen. Und hier sieht man noch so schön, dass das Blocken mit dem Zweihandschwert geht. Und deswegen hat anscheinend auch unser Blocken nicht mehr funktioniert, weil das hier ist unsere Schnellleiste, sage ich mal, die wir benutzen. Und wir haben nichts vom Stab da drin. Das heißt, wir machen einen mystischen Schild jetzt da rein und mal gucken, wie dann demnächst bei uns die Aktionen aussehen werden. Das hier sollte dann nämlich auch mit dem Zweihänder gewesen sein. Alle aktiven, ja genau, alle aktiven Fähigkeiten Zweihänder. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ich hoffe, das hilft auch allen anderen weiter, die genauso dämlich sind wie ich. Eine Reihe Brandbomben, die setzen wir dann mal da rein. Dann haben wir einen Frostnebelschleier, was auch immer das ist. Wir müssen das einfach mal alles ausprobieren. Und den Kettenblitzschlag, den setzen wir auch rein. Und er hat mir noch den Tipp gegeben, also zumindest indirekt, dass ich anstatt den Langbogen zu benutzen, womit ich ja Schaden machen wollte, vielleicht doch lieber, und das müsste ich dann wiederum hier machen, vielleicht doch lieber hier die, nee, nicht die Armbrüste, wo ist denn hier das Stäbchen? Hier, den Zauberstab benutzen sollte. Ist insofern jetzt ein bisschen blöd, weil der Epi mir nämlich gesagt hat, dass man die Sachen beim Kämpfen oder beim Mittragen, ich weiß es nicht, levelt. Das heißt, ich habe da wahrscheinlich jetzt schon einiges gelevelt. Ich bin immerhin schon Stufe 4. Auch wenn ich jetzt hier nicht sehe, was man da wie irgendwie levelt. Aber, naja, hat das hier unten was mit zu tun? Nee, lagerbar, trennbar. Mehr zeigt er da nicht an. Also, ich vertraue da jetzt mal seinem Urteil und, also nicht vom Epi, sondern vom Gerhard, und mache da mal als zweites sozusagen die Heilausrüstung rein. Ich habe eigentlich immer gedacht, das wäre dann, um andere zu heilen, aber es klang jetzt so, als ob man sich damit auch selber sehr gut heilen kann. Ich hatte das schon so vermutet. Oh, wir haben was im Inventar, sehe ich gerade. Was haben wir denn hier? Das sind diese Sachen hier, die neu sind, ne? Weltenbaumblatt. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, die werden wir dann wohl unterwegs einfach loswerden. Das sind immer so diese Sachen. Ach da, Verwandlung, da müssen wir auch noch reingucken. Weil in der letzten Folge hieß es, wir haben irgendwie eine Verwandlung bekommen. Gestaltwandeln, genau. Skarabäus? Die können wir uns jetzt aber nicht gestaltwandeln, oder? Ach, der Wolf ist so süß. Erhalten, Erwerbsmethode. Ach, Moment, die können wir. Der ist aber freigeschaltet. Der hier ist nicht freigeschaltet. Ne? Überprüfen, wo Erhalt stattfand. Nachtollebenen, gefährlicher Edelstein. Erkunde die Nachtollebenen. Nutze die Nachtollebenen, Wegpunkt, um die Region freizuschalten. Ah. Oh, ist das cool. Die kann man dann alle freischalten im Spiel. Jetzt bin ich hier wieder komplett raus. Jetzt habe ich hier wieder die Arschkarte gezogen. kann man das mit dem auch machen? Oh Gott. Das finde ich ja ganz cool. Das sieht irgendwie süß aus. Beschwören kann nach Abschluss der Kodex der Niedergang der Grauen Hauer beschworen werden. Okay. Oh Gott, da prasselt gerade so viel auf mich ein. Es tut mir wirklich leid, aber... Charakter. Achso, genau. Charakterinfo. Da wollte ich. Nee, nicht Charakterinfo.
Fähigkeiten. Da wollte ich jetzt mal eben gucken. Heilfähigkeiten. Und da habe ich jetzt natürlich das gleiche Problem. Da stehen jetzt die Bögen drin, die Fähigkeiten. So, Chaosschild. Wehrt Angriffe ab. Die kann man wahrscheinlich beide auf Q setzen, ne? Nehme ich mal an. Hauch der Verzweiflung. Wendet Schwächenfluch. Verursacht Schaden. Das ist aber nicht wirklich ein Heilskill, ne? Fluchexplosion für Gegner im Umkreis Schaden zu. Rasche Heilung. Stellt die Gesundheit eines Verbündeten in Höhe von... kann bis zu zweimal hintereinander. Ja, aber wieso? Da steht jetzt zum Beispiel Verbündeter. Gilt das auch für mich? Wir müssen das mal ausprobieren. Verderbter magischer Kreis. Erzeugt am Standort... Wendet Schwächenfluch auf Gegner an. Könnte vielleicht auch was sein. Und die anderen ziehe ich jetzt einfach mal runter, so wie sie hier drin sind. Wir müssen die mal alle ein bisschen ausprobieren. Nee, das war's schon, oder? Wieso habe ich denn hier noch einen mehr? Kann ich den auch entfernen? Nehme ich den irgendwie so? Nee, kann ich nicht. Moment, das sind 4 Stück. Das sind auch 4 Stück. Ja, das ist wahrscheinlich nur, wenn da noch was passive Fähigkeit, wenn da noch was freigeschaltet wird. Das Schleudern von Bomben oder Geschosse mit Stäben oder Zauberstäben bringt eine Chance von 80%, eine zusätzliche Bombe oder ein Geschoss zu schleudern. Ah, okay. Das haben wir jetzt als zusätzliche Fähigkeit erhalten. Sehr schön. Ja, gut. Dann haben wir jetzt das Zauberbuch hinten dran. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Sag mal so... Oh, nein, nicht haken, bitte. Jetzt haben wir so lange hier geredet. Öffne M. Soon after you drank the potion, you could feel your magic begin to settle down. Wo ist die Windhügelküste? Who had been researching a way to relieve her older sister Adriana's pain for so long, finally succeeded in creating a potion more effective than her other attempts. Was? Wie Grundkosten 1300? Moment, dann probieren wir das nochmal eben. Dass wir uns hier in die Nähe von den Wegschreien stellen. So. Und dann probieren wir das nochmal. Das war hier. Jetzt bezahle ich Grundkosten 1300. Wieso das denn jetzt? Moment. Ich drücke vorher mal F. Weil ich würde das halt gerne kostenlos haben. Ja, ja. Nervt nicht. ich bezahle immer noch die Kosten. Aber so viel Geld habe ich doch gar nicht. Du kannst mit Charakteren bis Stufe 30 kostenlos reisen. Ja, anscheinend ja nicht. Ich bezahle ja 1300 an Grundkosten. Was ist denn das für ein Quatsch? Da bin ich jetzt aber ganz ehrlich. Ich bin kein Freund davon, das ganze Geld am Anfang schon wieder auszugeben. Ich weiß ja nicht, wofür ich das Geld noch brauche. Dann laufe ich hier lieber mal eben zu Fuß hin. So, es dauert jetzt leider einen kleinen Moment. Ich würde sagen, ich schneide das dann auch eben raus und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Bis gleich. Hier ist eine Truhe am Strand, die ich angreifen kann. Jetzt weiß ich, warum ich die angreifen kann. Alter, das war die falsche Taste. Was war das denn? Aber ich habe irgendwie nichts davon. Okay, ich habe keine Ahnung, was das mit den Truhen hier auf sich hat, aber es war schon irgendwie lustig. Ich fand es nur schon ein bisschen, ja, nicht so gut, dass man das halt eben anvisieren konnte, sodass man die angreifen konnte, weil dadurch wussten wir ja im Endeffekt, dass irgendwas passieren würde. Was haben wir denn hier vorne? Liebe Naira, hier ist Malus. Ich glaube, ich kann endlich einen Beitrag leisten. Ich bin in Castleton auf eine beeindruckende Frau gestoßen. Ihr Name ist Adriana und sie vollführte ein Ritual, um während der Dürre Regen für Laslan zu beschwören. Ich habe Nachforschung angestellt und sie ist im Besitz von einem Sternenfragment. Ich gedenke, sie dafür zu nutzen, verseuchten Regen auf Laslan herabregnen zu lassen. Dann werden alle Lebewesen mutieren und alles Essbare verrotten und alle verdurren.
Schon bald werden die Bastarde Laslans von Krankheit und Hunger gequält werden. Dann sehen sie endlich, welche Konsequenzen die Zusammenarbeit mit dem Widerstand nach sich zieht. Ich habe bereits einen Plan. Adriana hat eine Zwillingsschwester namens Martinet. In 4 Tagen werden meine Männer und ich sie entführen und Adriana so dazu zwingen, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir werden sie zunächst einfach Regen beschwören lassen und sie dann mit einer List dazu bringen, das falsche Material für das Ritual zu verwenden. Es wird ein Kinderspiel sein, dafür zu sorgen, dass verseuchter Regen über das ganze Laslan niedergeht. Was meinst du, Naira? Wenn mir das gelingt, werden mir die hohen Tiere endlich Respekt entgegenbringen. Sobald der Plan erfolgreich in die Tat umgesetzt ist, werde ich dich persönlich aufsuchen. Bitte leg in der Zwischenzeit ein gutes Wort für mich ein. Ich will diese Ehre so schnell wie möglich mit Khazar teilen. Ergebenst Malus. Okay, wir haben eine Verschwörung aufgedeckt sozusagen. Große Steinkrabbe, die ist wirklich groß. Oh, wo müssen wir denn hin? Jedes Mal denke ich, ich bin jetzt am Ziel. Was wurde mir denn jetzt hier rechts gerade angezeigt? Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich wollte ich ja jetzt nicht mit euch dahin laufen, sondern ich wollte eigentlich euch erst wieder da vorne wiedersehen. Aber jedes Mal denke ich, bin jetzt gleich da. Und jedes Mal bin ich doch zu weit weg. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall gleich da. Das ist nur eine Frage. Die steht hier. Ja. Wie sitzt ihr? Aha. How can I help you? Du siehst auch süß aus. Hier ist der Mana-Beruhigungstrank. Seeing that you brought the calming potion, I'm pretty sure that Martinet must have sent you. If she sent this out of the blue in such a hurry, then things probably worked out well for her. Sorry, but Adriana isn't exactly here right now. Okay, vor kurzem haben Zaruks Männer Adrianas Versteck gefunden. Gestern Nacht erklärte Adriana, sie müsse weit weglaufen, um ihnen zu entkommen. Wohin ist Adriana gegangen? Martinets Beruhigungstrank genügte nicht, um Adrianas Macht vollständig zu bändigen. Adriana sagte mir nicht, wohin sie gehen wollte, aber sie würde einen Weg finden, ihr Mana zu unterdrücken. Weit weg von den spähenden Blicken Akäums. Wie auch immer. Im Leuchtturm, wo Adriana übernachtet hat, könnte es noch ein paar Hinweise geben. Nun gut, ich sollte Martinet die Nachricht überbringen. Inzwischen dürfte Adriana aus Laslan verschwunden sein. The news from Mina was unexpected. Okay. Zeroth's spies were closing in on Adriana's hideout, forcing her to flee. Martinet's potion was still not effective enough to control her mana completely. So she set out to find a way to quell her frenzied mana on her own. Bericht 63.7. Revil Lupius war weit und breit als der neue Herrscher Sulisiums bekannt. Doch es stellte sich heraus, dass er lediglich Khazars Marionette war. Der Widerstand muss Khazar als wahren Feind und Strippenzieher betrachten und einen Plan fassen. Gemeldet von er. Okay. Flüsterinselheld. Na gut, ich gebe ja nichts auf diese ganzen Titel. Aber interessieren würde es mich schon mal, woher man die bekommt. Ob das irgendwie durch Quests ist oder so. Gut, dass der das gerade gemacht hat. Ich glaube, ich hätte das jetzt erstmal gar nicht gesehen. Da oben ist noch was. Guten Tag. Klingt, als würden sich die Leute unter dem Eingang bewegen. Unfortunately, we're a bit late. That one must have taken Adriana away. You have a star fragment just like that girl. I won't be going home empty-handed after all. You dare interfere with our plans? I'll kill you!
Star Fragment. Ich sehe nichts mehr. Wen habe ich denn jetzt hier anvisiert? Alter, war das jetzt scheiße. Oh ja, es gilt auch auf mich. Es gilt auch auf mich. Sehr schön. Also, damit habe ich dann bewiesen, man kann sich auch selber heilen. Allerdings, ja, warum auch nicht? Ich glaube, ich habe jetzt einen Bereich geheilt, wo niemand war und dadurch gleichzeitig ein Buch aufgeschlagen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt sollte. Aber okay. Eine Fähigkeit, die du verwendest, indem du sie steuerst. Du kannst die Fähigkeit gegen das aktuelle Ziel einsetzen, indem... Ach nee, das war gar nicht die Heilung, das war das mit dem Schaden, ne? Abgenutzte Forschungsstudie. Dein Blick fällt auf das abgeschlagene Buch. Es scheint ein Forschungsbuch zu sein, geschrieben von Adriana. Es ist voller komplizierter magischer Formeln. An den Seitenrändern stehen vor Tränen verwischte Wörter. I can't forget that horrible nightmare I had. So many people in despair, all of them writhing in pain. With time my memories became clearer. It's agonizing, but I just can't give up. At the very least for Martinez's sake. Didi. Okay. Da ist ein Buch auf der Truhe. Es scheint ihr Tagebuch zu sein. Du liest den letzten Eintrag. I felt someone's presence in my sleep. I thought it was just Mina at first, but then I could tell from the heavy footsteps that the intruder was someone I didn't know. I quickly hid myself and watched the intruder pass by. The pattern engraved on their sword meant that they were part of the Archaeum Legion. Just why are the Archaeum looking for me again? I can't allow that tragedy to be repeated. It's probably time for me to leave. At the very least, Martinet will be safe. The Archaeum Legion attacked the lighthouse where Adriana had been hiding, seeking the power of a star fragment. Only after defeating them did you discover her research papers and a diary she had left behind. There, she had clearly recorded the difficult times she had been through. Eine Truhe mit einer auffälligen Blumendekoration. Sie ist verschlossen und kann nicht geöffnet werden. Also er durchsucht hier, beziehungsweise sie durchsucht hier alles für mich, ja? Verziertes Buch. Auf dem Buch liegt kaum Staub. Es muss kürzlich noch benutzt worden sein. Oh, kann ich mitnehmen, okay. Mit einer goldenen Blume. Das Blumenmuster weist Verschleißspuren auf. Also ist das zum Öffnen von irgendwas, oder? Ja, cool. Weil ich mich kontrolliere. Okay, geh mal raus. Alle Hinweise gefunden. Du hast einen mit einer goldenen Blume verziert. Danke. Vielen Dank für eure Unterstützung, dass ich das zu Ende durchlesen darf. Okay, dann halt nicht. Was ist mit dem Stuhl? Können wir uns ein bisschen hinsetzen vielleicht? Ein alter Stuhl, den jemand benutzte. Es ist wohl das älteste Objekt im Raum. Sieht aber ziemlich cool aus, so. Ach so, ja, ich habe einen Schlüssel bekommen. Ach, ich bin ja auch so doof. Sie ist voll mit Adrianas Sachen. Du bemerkst ein dicht beschriebenes Pergament. Sieh dir das Pergament genau an. Just who was Janice Carter anyway? She recognized my power immediately and knew that as long as I possessed it, I would be targeted by Archaeum for the rest of my life. She ended up telling me that the only way to truly be free from the Archaeum was to leave as soon as possible and find some way to gain control over my power. You found a document which contained details about Janice Carter, someone Adriana had met. Janice, recognizing the strength of the star fragment that Adriana had, advised her that the only way to be free from the Archaeum was to leave as soon as possible and find a way to control her power. Was haben wir denn hier? Unendlichkeitsrat?
Archeum forces captured Martinet, the younger of two twin sisters. By keeping her hostage, they forced the shaman Adriana, who wielded the power of a star fragment, to call forth the rains. As the ritual began, rain cascaded from the sky, accompanied by crashes of thunder. But the Archeum forces had altered the ritual. Their tampering caused a cursed rain to fall on Laslin. Wherever the rain fell, creatures transformed into violent monsters that attacked people and devastated the farmland. Adriana was shocked to witness what she had done. When the Archeum forces turned on the sisters, meaning to kill them now that they had served their purpose, the awe-inspiring power of the star fragment that lay dormant within Adriana flooded out, and their enemies were annihilated in an instant. In the aftermath, Adriana was beset by unspeakable disfigurations, swallowed by guilt over her role in causing the cursed rain. Verlasse den Leuchtturm. Das ist natürlich nicht so schön, was sich hier ereignet hat. So, benutze B Rückkehr, um erst nach Castleton und dann zum Krankenhaus von Castleton zu reisen. Die Frage ist jetzt, sind wir dann nicht eventuell schneller, wenn wir fliegen? Wobei, ich lande hier gleich im Wasser, ne, wenn ich fliege. Ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein Gleiten. Aua. So ein Gleiten, was man dann hat. Und kein richtiges Fliegen. Okay, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das muss ich erstmal aufladen, damit man sich dann wieder in was anderes verwandeln kann. Okay, also gut, ich werde jetzt mal B benutzen. Das ist übrigens dieses Zelt, was unten drin ist. Das habe ich sonst noch nie benutzt. Einfach nur mal, um euch das zu zeigen. Da werde ich zum letzten Wegschrein, wenn ich das so richtig verstanden habe, teleportiert. Oder auch nicht. Ach, den letzten, den ich angefasst habe wahrscheinlich. Vermute ich jetzt mal. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich denke, es ist dann der letzte, den man angefasst hat, wo man hingeht. Weil ich habe nämlich hier, meine ich, das letzte Mal den Wegschrein angefasst. Was machst du denn hier? Ja, sprich mit Min. Ah, jetzt. Du musst gekommen sein, um Martinet zu sehen. Wo steckt Martinet? Nach dem Gespräch mit dir habe ich Martinet von ihrer Schwester erzählt und sie ist los, um eine neue Behandlungsmethode zu finden. Sie bat mich, dir einen Brief zu geben, sollte ich dich jemals treffen. Er liegt da drüben. Lies nur. Nee, doch. Nee, hier. Moment. Adventurer, because of you, I was able to hear about my sister before it was too late. Thank you. Now that her hiding place has been exposed, Xeroth's men will find this clinic sooner or later, putting the villagers in great danger. So I also decided to leave before it's too late. I wish I could have created a true cure for you. I'm sorry. My calming potion won't be enough to fully control your mana. It's too powerful. But it'll keep it from raging out of control for the time being. I'll focus on developing a proper, long-term treatment. When we meet again, I'll be able to cure you completely. Until then, please take care of yourself and be safe out there. Don't forget that Xaroth and the Archeum Legion could be after you. Das waren diese komischen Kapuzentypen, oder? Ja. Mach dir keine allzu großen Sorgen um Martinet und Adriana. Sie werden wieder vereint sein. Ich räume hier auf. Du kümmerst dich um dich selbst. Okay. Verlasse das Krankenhaus.
In the past, when Archeum had taken Martinet hostage, Adriana... Die Tragödie der vielen der Familie Cassil. Meinen wir dich? There isn't that much time left. Oh, what should I do? Die ist niedlich. Was bedrückt dich? There's something that I desperately need, but no one will even listen to me. Couldn't you find it in your heart to help me out, Adventurer? Wenn du kein Dämon bist, der als kleines süßes Mädchen irgendwie sich verwandelt hat, dann ja, dann helfe ich dir. Was ist los? Have you ever heard of this monster known as Iskael the Greyfanged? He was this dreadful wolf that possessed terrible malvescence. Back in my younger days, I almost ended up getting killed by Iskael. The only reason I'm alive to speak to you about this today is that Henry, the Lord's son, came to rescue me and the other children. He heroically sacrificed his own life to defeat Iskael. Whenever I get the chance, I try to visit Henry's grave in Castleton Abbey to leave some offerings. Last time, I made some gloves for him using the hide of a rabbit that I caught. The anniversary of Henry's death is coming soon, so I'd like to prepare a special gift for his grave. I saw a beautifully crafted keepsake at an old hunter's house once. He said he got it from participating in the wolf hunting contest that is held in Henry's memory. I wish I could get one of those keepsakes and bring it to Henry's grave, but I'm still too young to participate in the contest. Weißt du was? Ich schenke dir ein Andenken. You don't mind? You'll really get one of those keepsakes for me? If that's the case, then I... No, never mind. Also, nein, ich möchte es nicht machen, weil so wie ich das verstanden habe, muss ich da Wölfe töten, aber... davon muss es mehr geben. Actually, it would be nice if I could have two of these keepsakes. Do you think it'd be possible to get two? Na schön, das auch. Thank you so much, Adventurer. The contest is hosted at the Lord's residence in Castleton. Go there and ask how you can participate. Brava, this way. Come over here for a second. Kapitel 2, der Niedergang der Grauzähne. Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir doch eher gewünscht, dass ich das danach gehört hätte, weil es ist doch eigentlich eine schöne Einleitung gewesen für das, was wir jetzt machen möchten. Nichtsdestotrotz werden wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen, weil ja diese Geschichte mit der Familie erstmal zu Ende ist. Und dann werden wir uns im nächsten Teil darum kümmern, was es mit diesen Grauzähnen auf sich hat. Ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, weil, ja, sie von einem Werwolf gesprochen hat. Und ich denke mal, dass der ziemlich stark ist. Aber gut, wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!